muss man, wenn man Fotos von Canva, iStock, Shutterstock oder Adobe Stock für seine PR- und Marketingprojekte verwenden möchte, muss man dann eine Urhebernennung angeben? Wir prüfen das und schauen uns das mal gemeinsam im Video an, was die da so fabriziert haben in ihren AGB und Nutzungsbedingungen. Viel Spaß beim Video! Ich begrüße euch zu einem neuen Video mit dem heutigen Thema Canva, iStock, Shutterstock oder und Adobe Stock. Urhebernennung Pflicht, ja oder nein? Mein Name ist Tobias Röttger und ich bin Rechtsanwalt für Urheber- und Medienrecht. Von meinen Mandanten oder auch Seminarteilnehmern zum Thema Social-Media-Recht bekomme ich immer wieder die Frage gestellt, Herr Röttger, wir nutzen sehr, sehr gerne Stockmaterial, insbesondere von Canva, wunderbare Plattform, wo man einfach designen kann, oder Adobe Stock, iStock, Shutterstock. Wie ist das denn da? Müssen wir denn da tatsächlich, wenn wir mit diesen Bildern Werbung machen oder für unser Marketing nutzen, müssen wir da eine Urhebernennung angeben? Wir blicken bei den Lizenzen einfach nicht durch. Wir haben ja schon ein letztes Video gemacht. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, wie das allgemein überhaupt zu sehen ist, ob man eine Urhebernennung vornehmen muss oder nicht. Und da haben wir festgestellt, der Grundsatz lautet, eine Urhebernennung ist immer notwendig, sofern dies nicht vertraglich explizit ausgeschlossen wurde. Den Link zu dem ersten Teil dieses Videos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Also muss man gucken, was ist vertraglich vereinbart. Jetzt ist es natürlich so, dass ihr mit Stockagenturen oder mit großen Plattformen wie Canva nicht individuelle Verträge ausverhandeln könnt, in denen ihr dann denen reindiktiert, wir müssen keine Urhebernennung vornehmen. Das ist vielleicht was anderes, wenn ihr direkt mit einem Fotografen einen Vertrag aushandelt. Das heißt, es gibt keine individuellen Verträge, sondern diese Plattformen geben AGB, Nutzungsbedingungen und Lizenzvereinbarungen vor, in denen genau das geregelt ist. Was ist das Problem häufig mit diesen Lizenzvereinbarungen und Nutzungsbedingungen? Die sind auf der einen Seite ellenlang und sie sind auch ziemlich komplex, im besten Juradeutsch abgefasst. Das heißt, schwer verständlich, selbst wenn man sie es durchliest, muss man es nicht unbedingt verstehen. Was heißt das eigentlich, was da geregelt ist? Sagen die jetzt, muss ich jetzt eine Urhebernennung vornehmen oder nicht? Und weil das so komplex ist, habe ich mir mal die Mühe für euch gemacht und mir vier große Plattformen, nämlich Canva, iStock, Shutterstock und Adobe Stock, deren Lizenz- und Nutzungsbedingungen angeschaut, um euch diese Frage jetzt zu erklären, ob ihr eine Urhebernennung vornehmen müsst, ja oder nein und wann und wie. Die Ergebnisse, die ich euch jetzt liefere, wichtig, sind Stand Dezember 2022. Daher immer mal wieder, wenn ihr das Video jetzt beispielsweise ein halbes Jahr oder ein Jahr später anschaut, immer mal darauf achten und euch die Nutzungsbedingungen angucken und abgleichen mit dem, was ich jetzt hier vorlese, damit ihr wisst, ob ihr auch tatsächlich up to date seid. Sehr häufig werde ich insbesondere zu dem Dienst Canva befragt. Warum? Weil Canva ist ein besonders beliebter Dienst, denn dort bekommt ihr nicht nur Fotos, sondern es ist quasi eine Online-Design-Software, die euch mit sehr vielen Vorlagen versorgt und ihr relativ schnell, ohne wirklich tiefgehende designtechnische Kenntnisse zu haben, ganz tolle Produkte erstellen könnt und Ergebnisse erreicht. Und da gucken wir uns mal an, auch dort wird euch ja Bildmaterial zur Verfügung gestellt. Ihr könnt bei Canva einerseits eigenes Bildmaterial hochladen, dann habt ihr natürlich überhaupt kein Problem, ja, weil ihr seid ja Urheber dann dieser Fotos. Aber ihr könnt auch aus diesen zahlreichen Bildvorlagen wählen und die nutzen. Und da stellt sich natürlich die Frage, muss ich da eine Urhebernennung vornehmen oder nicht? Und da gucken wir gemeinsam auf die Unterseite Lizenzen für Inhalte und die kommerzielle Nutzung von Canva Designs. Den Link dazu findet ihr auch natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr das nachlesen. Und dort müsst ihr runterscrollen zu dem Punkt Ersteller von Canva Elementen namentlich erwähnen. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Dort steht,
In der Regel müssen die Ersteller von Elementen, die du in deinen Designs verwendest, nicht namentlich erwähnt werden, aber es ist immer eine schöne Geste. Das heißt also, die Ersteller von Elementen, beispielsweise Fotos, Musik oder auch Videodateien, die dort bei Canva angeboten werden, müssen in der Regel nicht genannt werden. Naja, wo eine Regel ist, gibt es eine Ausnahme und das ist ein Absatz weiter. Dort steht, bei der redaktionellen Verwendung, zum Beispiel die Aufnahme in einem veröffentlichten Nachrichtenartikel oder Kommentar, ist es üblich, die Ersteller von Medienelementen namentlich zu erwähnen, zum Beispiel bei Fotografien. Schließe dazu den Hinweis, das Copyright-Zeichen, Name des Medienelemente-Erstellers via canva.com neben dem Bild oder im Bereich zum Mitwirkenden ein. Das heißt, bei redaktionellen Verwendung, bei einer redaktionellen Verwendung müsst ihr eigentlich, auch wenn das nicht so ganz deutlich steht, aber das ist in der ist immer die Regel bei verschiedenen Stockagenturen, dass bei einer redaktionellen Verwendung immer der Name des Urhebers genannt werden muss. Bedeutet für euch im Umkehrschluss, bei rein kommerziellen Produkten, bei Werbung, wenn ihr das zur PR und Marketing verwendet, müsst ihr keine Namensnennung vornehmen, wenn ihr Canva Produkte und Inhalte verwendet. Wäre eine schöne Geste. Ihr dürft, aber ihr müsst nicht. Dann bekomme ich natürlich gerade dann, wenn es um diese Trennung zwischen kommerzieller Nutzung und redaktioneller Nutzung geht, immer wieder die Frage, ja, wann liegt denn jetzt genau redaktionelle Nutzung vor? Das geben einerseits relativ häufig sogar Stockagenturen in AGB bzw. Nutzungsbedingungen legen das genauer dar. Aber damit das für euch klar ist, sagt man, eine redaktionelle Nutzung liegt vor, wenn jetzt Bilder, Videos oder Musik in Medien wie Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenseiten, Infoblogs oder anderen redaktionellen Veröffentlichungen verwendet werden. Also, wenn ihr tatsächlich jetzt im Bereich der Presse arbeitet, Journalisten seid, für Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenseiten arbeitet, dann liegt immer eine redaktionelle Nutzung vor. Das heißt für euch, wenn ihr auf Canva da zugreift, müsst ihr dann eine Urhebernennung vornehmen. Denn so eine redaktionelle Nutzung hat in der Regel das Ziel, reine Informationen zu vermitteln oder eine Nachricht zu überbringen, ohne dass dabei Werbung gemacht wird. Dann gibt es sicherlich auch viele Firmenblogs und weiter, die sagen, ja, wir haben ja jetzt nur berichtet, zum Beispiel über unser Betriebsfest oder über unser Sponsoring. Das ist doch eine reine redaktionelle Nutzung. Da kann ich doch auch redaktionelle Fotos nehmen, die vielleicht nur für eine redaktionelle Nutzung gedacht sind. Nee, das wird hier sehr wahrscheinlich nicht drunter fallen, weil natürlich diese Berichterstattung ja doch im Vordergrund hat. Ihr wollt PR, Marketing für eure Firma machen und das ist keine reine neutrale Nachricht. In dem Sinn, da wäre ich vorsichtig und würde mir eher kommerzielle Videos besorgen. Denn Videos, Filme, Fotos etc., die rein für den redaktionellen Gebrauch erlaubt sind, dürfen nicht in kommerziellen Produkten verwendet werden. Es gibt häufig die Möglichkeit, dass man beides machen kann. Man zahlt dann einfach für eine kommerzielle Nutzung ein ganzes Stück mehr als für eine redaktionelle Nutzung. Dafür muss man bei der redaktionellen Nutzung dann eine Urhebernennung angeben. Also immer dann, wenn ihr Werbekampagnen, Produktverpackungen oder andere kommerzielle Zwecke habt, dürft ihr Fotos, die für eine reine redaktionelle Nutzung freigegeben sind, nicht benutzen. So, jetzt haben wir uns Canva angeguckt. Jetzt gucken wir uns mal eine reine Stockagentur an, nämlich iStock. iStock gehört auch zu den größten Stockagenturen, ist Teil des Unternehmens Getty Images, die größte Stockagentur überhaupt sind. Bei Getty Images bekommt man sogenannte Premium-Fotos, für die man teilweise mehrere tausend Euro bezahlt. Und iStock ist quasi dann der Stock-Ableger, wo man günstige Fotos für 20, 30, 10 Euro bekommt. Und wichtig ist, hierbei handelt es sich dann um lizenzfreie Fotos,
Aber lizenzfrei, wichtig, heißt nicht kostenfrei, sondern ihr kauft euch eine Erlaubnis, diese lizenzfreien Fotos, Illustrationen, Videos und Musik zu nutzen. Die Inhalte werden von Fotokünstlern und sonstigen Künstlern aus der ganzen Welt bereitgestellt. Das heißt, man hat eine wirklich sehr, sehr breite Palette an Darstellungen, an Motiven und kann vor allen Dingen für Websites, Broschüren, Präsentationen, Werbekampagnen genutzt werden, aber natürlich auch zur redaktionellen Nutzung. Da müssen wir gucken in die Lizenzvereinbarung für iStock-Inhalte, den Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Dort scrollt ihr runter zu Punkt 7, geistige Eigentumsrechte, Angaben des Urhebers. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an, was da steht. Und dort haben die das unterteilt in drei Teile. Einmal Fotos, Videos und Musik. Jetzt gucken wir uns zuerst mal den Bereich Fotos an. Und dort steht, muss ich bei Fotos den Urheber angeben? Bei einer Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist die Angabe des Urhebers nicht erforderlich. Aber wenn Sie Inhalte für redaktionelle Zwecke verwenden, müssen Sie den folgenden Vermerk in enger räumlicher Nähe zum betreffenden Inhalt oder in den Urhebervermerken für visuelles Material angeben, und zwar so iStock.com/Mitgliedsname des Künstlers. iStock ist einer der wenigen, die so wirklich eindeutig sagen, dass bei einer rein kommerziellen Nutzung kein Urhebernennung vorgenommen werden muss. Deswegen empfehle ich durchaus auch, wer es genau wissen will, gerne iStock, weil da hat man es wirklich schwarz auf weiß. Und wie auch schon bei Canva, klar, bei einer rein redaktionellen Nutzung ist die Urhebernennung notwendig. Das ist jetzt bei Fotos. Vielleicht wollt ihr aber auch Videos nutzen. Dann gucken wir mal rein, was unter Videos steht. Muss ich bei Videos den Urheber angeben? Ja. Soweit es technisch möglich ist, müssen Sie bei visuellem Material den folgenden Urhebervermerk hinzufügen. iStock.com/Mitgliedsnamen des Künstlers. Also bei Videos wird das schon gefordert. Wie macht man das? In der Regel sagt man so, wie der klassische Industrie- oder Branchenstandard ist, würde ich in diesen Fällen am besten, wenn ihr ein Video habt, im Abspann machen. Ja, das so ist man es gewohnt und da macht ihr eigentlich keinen Fehler. Und wenn ihr verschiedene Inhalte habt von unterschiedlichen Künstlern, macht es im Abspann dann einfach chronologisch. Ja. Wie ist es bei Musik? Muss ich bei Musik den Urheber angeben? Wenn Musik in einer audiovisuellen Produktion verwendet wird, audiovisuelle Produktionen sind also Videos, in denen auch Ton enthalten ist, in der andere Anbieter von Inhalten ausdrücklich erwähnt werden, muss, wenn technisch möglich, in gleicher Größe und ähnlicher Position auch Getty Images erwähnt werden, im Allgemeinen in der folgenden Form: Name des Künstlers, Epidemic Sound via iStock.com bzw. ein anderer Vermerk gemäß Vorgabe von iStock. Ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen verwirrend, wieso steht auf einmal Getty Images? Klar, habe ich euch ja erklärt, iStock gehört zu Getty Images und häufig hat man so das Gefühl, die kopieren dann einfach auch ihre AGB und vergessen vielleicht da mal auch einen Firmennamen abzuändern. Letztendlich, unten habt ihr ja dann in der Erklärung drin, müsst ihr via iStock.com und nicht Getty Images nennen. Das heißt hier, bei Musik müsst ihr, wenn ihr nur die Musik von iStock nehmt, müsst ihr sie eigentlich nicht angeben, ja, die Urhebernennung. Wenn ihr aber Musik noch von anderen Stock-Anbietern nutzt und die schreiben euch vor, zum Beispiel bei Envato oder Adobe Stock, und die würden euch vorschreiben, ihr müsst den Urheber nennen, dann fordert wiederum iStock auch, dann müsst ihr uns auch nennen. Und genau auch in gleicher Größe und in gleicher Art. Also, wenn ihr alleine ausschließlich iStock-Musikmaterial nutzt, müsst ihr nicht unbedingt den Urheber nennen. Wenn ihr aber von verschiedenen Stock-Agenturen Musik nutzt und nur eine von denen schreibt vor, ihr müsst bei denen den Urheber nennen, müsst ihr das auch von iStock machen. Gucken wir uns einen weiteren Dienst an, Shutterstock. Shutterstock ist auch ziemlich groß, ist mir immer aufgefallen, wenn ich bei Pixabay war, da gab es immer Werbung für Shutterstock-Bilder. Ist genauso wie iStock auch eine Stock-Agentur, ist nur selbstständig, also gehört nicht irgendwie Getty Images oder einer anderen großen, ist Shutterstock. Und auch die bieten lizenzfreie Fotos, Illustrationen, Videos und Musik zum Kauf an.
Dort muss man in die Shutterstock-Lizenzvereinbarungen schauen, um herauszufinden, ob man eine Urhebernennung benötigt oder nicht. Den Link dazu, wie immer, in der Videobeschreibung. Dort scrollt runter zu Punkt 1.5, Quellenangaben und Urheberrechtsvermerke. Und das gucken wir uns mal gemeinsam an. Dort wird in den Punkten A und B wieder die redaktionelle Nutzung geregelt. Und dort steht ganz klar drin, wie auch bei den anderen, dass man bei einer redaktionellen Nutzung eine Quellenangabe durchführen muss. Und zwar in der Form Name des Künstlers, Shutterstock.com. Beziehungsweise, wenn noch eine Agentur mit dahinter steckt, Name des Künstlers / Agentur Shutterstock. Dann gibt es eine Regelung, die ich bei den anderen bisher so nicht gefunden habe. Da steht dann drin, wenn dies geschäftlich vertretbar ist, das ist natürlich auch schon wieder so eine Abwägungssache, muss bei der Verwendung von Bildern oder Videomaterial in Merchandise oder einer audiovisuellen Produktion, das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich Merchandise, T-Shirts, Tassen und so weiter herstellt, dann auf der verwendet ihr Bilder von Shutterstock. Oder ihr habt eine audiovisuelle Produktion, das heißt tatsächlich, ihr stellt Videos her. Dann muss eine Quellenangabe, wenn dies geschäftlich vertretbar ist, auf Shutterstock hingewiesen werden, wobei im Wesentlichen folgende formelle Kriterien zu erfüllen sind: Bilder oder Videomaterial, je nachdem was zutrifft, unter Lizenz von Shutterstock.com verwendet. Das heißt, hier muss wohl noch nicht mal der Urheber genannt werden, sondern einfach nur, dass die Quelle Shutterstock.com ist. Geschäftlich vertretbar. Also, wenn ihr das tatsächlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, es zu machen, würde ich es machen, weil letztendlich müsst ihr den Beweis erbringen, dass es geschäftlich nicht vertretbar war. Ja, also, dann seid ihr in der Beweispflicht. Wenn es tatsächlich überhaupt nicht möglich ist, dann könnt ihr das ja auch dementsprechend nachweisen. Ansonsten müsst ihr das bei Merchandise oder bei audiovisuellen Produktionen angeben. So, wie ist es aber sonst? Ihr wollt es auf einer Homepage nutzen, kommerziell. Da kommen wir dann in D. Dort stehen Quellennachweise sind sonst, also wenn wir nicht A bis C haben, bei keiner weiteren Verwendung von Videos oder Bildern notwendig. Super. Das heißt, also auf Homepages oder wenn ihr Flyer macht, Broschüren macht, müsst ihr keine Quellenangaben machen. Und jetzt kommt aber wieder die Einschränkung, die wir eben auch schon bei iStock kennengelernt haben. Es sei denn, bei anderen Stockinhalten ist im Zusammenhang mit derselben Nutzung ein Quellennachweis erforderlich. Zur Verdeutlichung ist für redaktionelle Inhalte immer ein Quellennachweis erforderlich. Also wird nochmal darauf hingewiesen, obwohl das schon in A und B geregelt ist. Doppelt gemobbelt hält scheinbar besser. Das heißt also grundsätzlich, wenn ihr jetzt einen Flyer herstellt oder für eure Homepage oder für Social Media Postings und das zu kommerziellen Zwecken, also PR oder Marketingzwecken nutzt, müsst ihr keine Quellenangabe machen, außer ihr nutzt im gleichen Posting oder im gleichen Flyer oder auf der gleichen Homepage-Seite verschiedene Stockagenturanbieter und eine Stockagenturanbieter davon schreibt euch vor, dass ihr tatsächlich eine Quellenangabe für die Nutzung machen müsst, dann müsst ihr das auch bei Shutterstock. Daher vermischt das am besten nicht, nutzt immer nur Material dann von den Agenturen, wo ihr sicher sein könnt, dass ihr keine Quellenangabe machen müsst, wenn ihr keine machen wollt. Dann steht in E nochmal geregelt, wie dann die Quellenangabe, in welcher Form und Größe. Dort steht dann, in jedem Fall sind Größe, Farbe und Platzierung der Namensnennung und Zuweisung so zu wählen, dass diese mit bloßem Auge deutlich und leicht lesbar sind. Das heißt also, es darf nicht in ultra kleiner Schrift oder irgendwie hellgrau auf weiß, so dass man es kaum lesen kann, sondern es muss klar und deutlich erkennbar sein. Kommen wir zu dem letzten Anbieter, den wir uns heute gemeinsam anschauen, und zwar Adobe Stock. Adobe Stock ist natürlich riesengroß. Früher gab es ja auch noch Fotolia, war ja auch einer der Platzhirsche. Die wurden von Adobe aufgekauft und sind darin aufgegangen. Bei Adobe Stock könnt ihr ebenfalls wie auch bei iStock und Shutterstock lizenzfreie Fotos erwerben.
Was der Vorteil von Adobe Stock ist, dass Adobe Stock sehr, sehr eng natürlich mit der Adobe Creative Cloud verbunden, verknüpft ist, sodass ihr die Inhalte dieser Fotos direkt unmittelbar in die Adobe-Programme wie Photoshop, Illustrator, InDesign hineinziehen und direkt verwenden könnt. Bei Adobe Stock, die haben es mir nicht leicht gemacht. Ich habe auch schon für Fotos, die wir verwenden, schon recherchiert. Die haben das nicht in einer Regelung, sondern die haben das in zwei unterschiedlichen Regelungen geregelt. Einerseits in den Lizenzbedingungen und andererseits in den Nutzungsbedingungen. Und diese Nutzungsbedingungen gibt es auch nur rein als PDF-Datei. Ist auch nicht so leicht durchsuchbar. Aber ich habe es mir für euch angeschaut, die Mühe gemacht. Jetzt gucken wir uns jetzt mal gemeinsam rein, was Adobe Stock so sagt. Dort schauen wir uns zuerst deren Lizenzbedingungen an. Die heißen Informationen zur Lizenzierung von Adobe Stock Medien. Den Link dazu in der Videobeschreibung. Und dort gibt es ausschließlich eine Regelung zur redaktionellen Nutzung erstmal. Ja, also das, was ich euch jetzt vorlese, betrifft, wenn ihr Fotos redaktionell nutzt. Dort steht, bei allen Verwendungszwecken, also redaktionellen Verwendungszwecken, müssen die Website und das IPTC-Feld für die Quellenangabe den angegebenen Dateinachweis enthalten, zum Beispiel Agenturname/Name des Anbieters stock.adobe.com. Das heißt, ihr müsst bei redaktionellen Zwecken wie bei allen anderen auch die Urhebernennung vornehmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn ein IPTC-Feld? Das sind die Metadaten, das ist so ein Standard, das Metadatenfeld, das in der Bilddatei hinterlegt ist. IPTC steht für International Press Telecommunications Council und bezieht sich auf die internationalen Standards, nach denen diese Felder definiert werden. IPTC-Felder können beispielsweise Informationen enthalten wie die Namen des Fotografen, das Aufnahmedatum, Schlagworte und die Copyright Informations. Das heißt, hier müsst ihr, wenn ihr Fotos zu redaktionellen Zwecken nutzt, einerseits die Urhebernennung vornehmen und ihr dürft diese Metadaten auch aus dem Bild nicht entfernen. Wie ich euch eingangs gesagt habe, gibt es bei Adobe Stock nicht nur die Lizenzbedingungen, sondern auch die Nutzungsbedingungen. Jetzt sagen wir ja, wir wollen ja gar nicht redaktionell nutzen. Für uns ist ja viel interessanter die kommerzielle Nutzung, weil wir wollen es ja für PR- und Marketingzwecke nutzen. Und da müssen wir dann in die Nutzungsbedingungen zusätzliche Bedingungen für Adobe Stock, Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und da müssen wir runterscrollen zu dem Punkt Attribution, auf gut Deutsch Namensnennung. Dort steht mal wieder in Punkt 8.1 wird die redaktionelle Nutzung angesprochen. Dort steht, für redaktionelle Werke oder wenn ein Stockmedium auf redaktionelle Weise genutzt wird, muss eine Namensnennung auf eine Weise platziert werden, die für den anwendbaren Zweck angemessen ist. Verwenden Sie die Namensnennung, das Format, Namen des Anbieters, stock.adobe.com bzw. das auf der Website angegebene Format. Also wie bei allen anderen auch, bitte Urhebernennung vornehmen. Ah, jetzt kommen wir als nächstes in 8.2, die audiovisuellen Produktionen, die auch häufig, wie wir gesehen haben, immer extra geregelt werden. Wenn das Stockmedium in einer audiovisuellen Produktion verwendet wird, also Video, müssen Sie wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen. Das heißt, ihr müsst wieder darlegen, das wäre so unfassbar teuer gewesen, da irgendwie diese Urhebernennung unterzubekommen. Und das ist natürlich jederzeit möglich. Wo haben wir das zum Beispiel nicht? Sage ich mal, in einem klassischen Werbetrailer im Fernsehen. Da hat natürlich, gab es noch nie eine Urhebernennung. Da ist es auch überhaupt nicht üblich. Da würde ich sagen, da ist es auch nicht der Branchenstandard. Wenn ihr aber eigene YouTube-Videos dreht, die ihr dazu einsetzt, dann kann man das durchaus am Ende des Videos im Abspann machen. Ja? Also müssen Sie wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um für Adobe Stock in Übereinstimmung mit Industriestandards die Attribution auf Inhaltseigentümer aufzunehmen und zwar nach Möglichkeit im folgenden Format. Erstens für Werke, das heißt Videos, Bilder, Name des Anbieters, stock.adobe.com, Anbieter ist immer der Urheber bzw. derjenige, der das Bild gemacht hat oder das Video. Und zweitens für Audiowerke, da gibt es noch den Unterschied, Titel des Songs, also wenn ihr ein Lied nehmt, und dann von Name des Künstlers,
shop/stock.adobe.com. So, jetzt haben wir redaktionelle Zwecke, jetzt haben wir audiovisuelle, aber ihr wollt ja eigentlich nur ein Foto für eure PR-Nutzung auf eurer Website oder in Social Media nutzen. Jetzt gibt es nur noch den Punkt 8.3. Gucken, was steht denn da? Wenn noch keine Attribution angegeben ist und wenn ein Stock-Medium in einem Kontext verwendet wird, in dem ein anderer Anbieter von Stock-Inhalten in Zusammenhang mit einer bestimmten Verwendung einer Attribution auf Inhaltseigentümer erhält, müssen Sie auch für Adobe Stock eine im Wesentlichen ähnliche Attribution auf Inhaltseigentümer angeben. So, jetzt haben wir genau diese Thematik, die wir auch schon bei Fotolia hatten. Es wird überhaupt nicht eindeutig gesagt. Also wurde jetzt meine Frage von Adobe Stock beantwortet, dürft ihr jetzt, ohne eine Urhebernennung vorzunehmen, im Rahmen von PR- und Marketingzwecke, wenn es sich nicht um ein audiovisuelles Medium handelt, also wenn ihr einfach ein Foto auf eurer Website von Adobe Stock nutzen wollt, müsst ihr jetzt eine Urhebernennung vornehmen oder nicht? Da steht nur irgendwas, wenn noch keine Attribution angegeben ist. Da steht nicht, dass ansonsten keine anzugeben ist. Also, wenn wir jetzt nochmal auf den Anfang zurückgehen, beziehungsweise auf das erste Video und dort sagen, der Grundsatz, wenn nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, wenn wir den jetzt hier anwenden, dann würde ich sagen, es steht nicht eindeutig drin, also seid ihr hier nicht auf der sicheren Seite. Auf der anderen Seite habe ich noch nie gehört, dass jemand tatsächlich deswegen von Adobe Stock abgemahnt wurde oder irgendwie Lizenzzahlungen nochmal aufgebrummt bekommen hat, weil ich davon ausgehe jetzt erstmal, dass die sagen, wir in den ersten beiden Punkten stellen wir euch vor, wann ihr eine vornehmen müsst. Und im Punkt 3 heißt dann bei den restlichen wohl nicht. So würde ich das auslegen. Aber wenn ihr jetzt bei euch auf Nummer sicher gehen wollt, 100% safe sein wollt, müsst ihr dann eher einen Dienst nehmen wie Canva, iStock oder Shutterstock, die ganz klar sagen, bei dieser kommerziellen Nutzung, wenn es keine audiovisuellen Medien sind oder wie bei Shutterstock kein Merchandise, dann müsst ihr keine Urhebernennung vornehmen, dann nehmt lieber die. Ich gehe davon aus, dass Adobe Stock sagt, dass ihr dort eigentlich auch keine benötigt, aber es ist nicht zu 100% klar und deutlich dort angegeben. Jetzt sind wir zum Ende gekommen. Wir haben uns 4 Dienste angeschaut, eigentlich nur 4 Dienste. Das Video, wie ihr seht, ziemlich lang. Es ist einfach verdammt komplex. Teilweise, wie jetzt bei Adobe Stock, es wird einfach auch nicht eindeutig angegeben. Warum kann man es nicht machen wie bei iStock und ganz klar sagen, Leute, für kommerzielle Nutzung könnt ihr es nutzen. Wäre so einfach. Ich habe sogar schon mal mit Adobe Stock telefoniert und da sagt mir die deutsche Rechtsabteilung, wir wissen selbst nicht, wie es gemeint ist und wir können da auch keinen Einfluss drauf nehmen. So viel dazu. Also, was lernen wir aus diesem Video? Ob eine Urhebernennung notwendig ist oder nicht, müsst ihr zwangsläufig immer in die Lizenzbedingungen, Nutzungsbedingungen AGB gucken, weil nur wenn es vertraglich ausgeschlossen ist, seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr auch keine Urhebernennung vornehmen müsst. Wichtig ist, was haben wir gelernt aus allen 4 Diensten, bei einer rein redaktionellen Nutzung müsst ihr immer eine Urhebernennung vornehmen. Das ist relativ simpel. Also gilt für euch, auch wenn es keinen Spaß macht, selbst mir als Anwalt macht es keinen Spaß, vor allen Dingen, wenn die Dinge so unklar teilweise formuliert sind. Man muss die Nutzungsbedingungen, die Lizenzbedingungen sorgfältig durchlesen. Wir haben jetzt nur den einzelnen Punkt Urhebernennung vorgenommen. Jetzt ist ja auch immer die Frage, wie weit ist überhaupt die rechte Einräumung? Was darf ich eigentlich genau damit machen? Das sind ja dann die 35.000 anderen Paragraphen, die da drin sind. Das heißt, wenn euch das nicht ganz klar ist, ihr aber unbedingt diese Dienste nutzen wollt, wenn ihr auf der sicheren Seite sein wollt, dann holt euch da fachkundigen Rat, geht in eure Rechtsabteilung oder nehmt einen externen Rechtsanwalt, wenn ihr euch da absichern wollt und das prüfen lassen wollt. Wichtig ist also, sich das genau durchzulesen und zu schauen, ob tatsächlich die Rechte vorhanden sind, die ihr auch benötigt. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen klarer und verständlicher diese komplexen Nutzungsbedingungen dieser 4 Dienste darlegen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einfach mal einen Kommentar ab, ob es verständlich war für euch oder nicht. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Viel Spaß, bis dann. Tschüss.